Sie sind schnell. Sie sind brutal. Doch sie sehen harmlos aus. Wölfe im Schafspelz sind Monster mit einer gehörigen Portion Understatement. Ob auf der Autobahn oder abgesperrter Strecke. Für Wölfe im Schafspelz sind die restlichen Verkehrsteilnehmer leichte Beute. Ihr habt sie euch herbeigesehnt. Ihr habt sie euch inständig gewünscht und ihr habt mindestens 1000 Mal von ihnen geträumt. Dann sollt ihr sie auch haben. Die 9 Wölfe im Schafspelz. Los geht's! Dieses Mal 3 heiße Wölfe mit zusammen 1880 PS. Versteckt in harmlosen Schafskostümen. Los geht's mit dem 1M V8 von TJ Fahrzeugdesign. Die Zutaten sind ebenso einfach wie effektiv. Als Basis dient die Karosse des BMW 1er Coupé. Innen verraten Carbon und der Tacho, was unter der Haube steckt. Die geballte Power aus dem M3 der letzten Generation. Ein 4-Liter 8-Zylinder Saugmotor. Nur Experten erkennen den Bluff. Das Coupé gab es nie als schwachbrüstigen 118i. Der 8-Zylinder im M3 hat 420 PS. Wie viele sind es im getunten 1er? Ab zur Leistungsprüfung. So, und jetzt gibt's M-Power auf der Rolle. Bin mal gespannt, ob er die 420 hat. Der V8 hält Wort. Und hat knapp 420 PS. Bei rund 1,5 Tonnen Gewicht schlägt der getunte BMW in puncto Leistungsgewicht einen Porsche 911 Carrera. Ja, ich glaube, das wird jetzt gleich sehr, sehr lustig, denn wir reden hier von dem M3-Motor V8 mit 420 PS in der Karosserie vom schnuckligen kleinen 1er Coupéchen. Zuerst noch das Stabilitätsprogramm aus und dann geht's natürlich erstmal quer. Der 1M V8 hat das Fahrwerk vom M3 geerbt. Langgezogene Drifts gehen spielerisch von der Hand. Das ist nicht nur ein Wolf im Schafspelz, das ist eine Driftmaschine vor dem Herrn, Leute. Das ist unfassbar. Matthias ist in Spiellaune. Mit einem 118i hat er noch nie so viel Spaß gehabt. Also dieser Motor passt wirklich absolut hervorragend zu diesem kleinen Auto, weil das Auto davon nicht überfordert ist. Die Vorderachse ist okay und an der Hinterachse gibt es immer schön Schlupf, wenn man denn möchte. Wenn man nicht möchte, kann man das Auto auch perfekt fahren, ohne dass es rutscht. Und das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber das marschiert ja wie die Feuerwehr, alter Schwede. Das Tuning-Kit mit M3-Motor gibt's ab 20.000 Euro. Der 1er als Basis ist da noch nicht dabei. Die Serie ist auf 10 Fahrzeuge limitiert. Er läuft hier auf der Landebahn über 200, aber ich will wissen, was der Spitze geht. Das heißt, wir fahren ab auf die Autobahn und vor allen Dingen gucken wir dort, ob uns irgendjemand unterschätzt, weil da hinten steht nämlich 118i drauf. Ob die Tarnung funktioniert? Noch ist kein Mitspieler in Sicht. Sollen wir mal gucken, was der so drauf hat? Ja, ne? Also dieses Gefühl ist schon der Oberhammer. Ja? Wir sind jetzt schon bei 250, 260, 270 und dann mache ich mal einen 7. Gang rein. Ne? Ja, und es geht weiter auf 280. Wahnsinn. Alter, wie schnell geht das denn bitte? 280, kein Problem. Topspeed bei 305 km/h. So, wir brauchen Mitspieler, Freunde. Ach, guck mal, was ist das denn? Das ist ein Porsche. Das ist ein Cayman S. Hallo. Na? Und wir zeigen ihm mal das Schild. Na? Jetzt liest er. 118i. Mal gucken, ob er anbeißt. Hallöchen. Hallo. Okay. Also ich muss schon sagen, der Cayman S hält gut mit, ja? Aber nicht so richtig. Eigentlich müsste der Porsche dem 1er sowas von davonfahren.
Da gehen Sie ins Porsche-Zentrum rein, kaufen sich einen Cayman S. Und dann kommen Sie auf die Autobahn und treffen Matthias Malmedy. Dieses Fahrzeug hier hat den Beinamen Wolf im Schafspelz sowas von verdient. Aber jetzt dürstet es mich ein wenig nach noch mehr Leistung. Geht da noch was? Aber natürlich, lieber Matthias. Gestatten? Cadillac CTSV, getuned von Geiger Cars. Typisch amerikanisch sorgt ein Achtzylinder im Caddy für die besondere Tonart. Und die kommt natürlich aus monströsen 6,2 Liter Hubraum. Ein größerer Kompressor, dazu Feinarbeit am Motor und aus dem Ami-Coupé wird ein ganz besonders böser Wolf im Schafspelz. So, Cadillac CTSV, gemessen mit 669,7 Pferdchen. Das ist es, Freunde. Jetzt wird es interessant. Das ist jetzt nicht mehr Kindergarten, in Anführungszeichen, mit 420 PS, sondern jetzt kratzen wir an den 700. Würde ich sagen, können wir loslegen. Alter! Boah. Also im zweiten Gang mega Wheelspin, ohne mit der Kupplung zu spielen. Im dritten Gang mit Kupplungsspiel mega Streifen auf der Straße. Der Cadillac hat zu Arbeitsbeginn nagelneue 305er Gummis drauf. Nach ein paar Metern werden die Reifen warm. Und dann ist auch richtig Traktion da. Ey, wie der nach vorne marschiert, ne? Dieses Liedchen, was der Kompressor surrt. Das fühlt sich an, als wenn du in so einem Schwarm von einer Milliarde wild gewordener Hummeln unterwegs bist. Ja? Und es hört sich auch genauso an. Also beim Einlenken fühlt er sich schon ein bisschen komisch an. Er hat erst mal untersteuern. Ja? Und dann gibst du Gas. Und dann hast du Übersteuern vom Allerfeinsten. Reifen schreien mit dem Kompressor um die Wette. Wir erinnern uns ganz kurz, wir sind bei den Wölfen im Schafspelz. Was heißt das? Wir müssen auf die Autobahn, wir müssen gucken, wie die Leute reagieren und wir müssen gucken, wer hier überhaupt noch mithalten kann. Der Ami stürmt in 12 Sekunden von 0 auf 200. Damit ist der Cadillac ein echtes Beschleunigungsbiest. Nur sieht man ihm das nicht an. Ach, was läuft denn da auf uns auf? Das ist doch ein M3 mit Sonderlack. Ja, schönen Tag verlicht an, ne? Wollen wir den mal rankommen lassen? Ja, ne? Ob die Tarnung auffliegt? Hallöchen. Guten Tag. Ach, guck mal hier, voll besetzt. Dann zeigen wir ihm mal, was geht, oder? Alter Schwede! Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ja, die haben jetzt schon 270 drauf. Guck mal, wie klein der ist. Das ist ja gar nicht. Alter! Der weg, der ist weg. Der M3 ist weg. Wer hat denn den M3 jetzt so schnell versteckt? Ja, das war der CTSV. Der hat einmal kurz Gas gegeben im vierten. Und da war er weg. Der M3 hat nicht den Hauch einer Chance und wird vom Caddy nach Strich und Faden versägt. Auftrag erfüllt. Doch der M3 hat anscheinend noch nicht genug. Na, guck mal, da ist er schon wieder. Will er nochmal? Ja? Dann würde ich sagen, machen wir es nochmal, ne? So, hinten dran und tschüss. 180, 190, 200, 210, 220, fünfter Gang, 230, 240, 250, 260, die summenden Bienen hören nicht auf zu summen, wir haben 270, sechster Gang. Bei freier Bahn drückt der Cadillac in der Spitze auf bis zu 340 km/h. Aber ist er noch ein Wolf im Schafspelz? CTSV, Wolf im Schafspelz oder nicht? Ich würde sagen ja. Weil der optisch halt einfach, ja, man denkt halt einfach, okay, das ist ein Ami-Coupé. Ja, aber dass der so vorwärts geht, wie er vorwärts geht, das glaubt man nicht.
Aber lieber Matthias, einen Wolf haben wir noch. Den Audi RS6 von der oberbayerischen Tuning-Schmiede Hotoro. Der Hardcore-Kombi ist das erste Projekt der Tüftler aus Altötting. Serienmäßig und ab Werk leistet der Audi RS6 mit seinem Biturbo-10-Zylinder bereits 580 PS. Im Hotoro soll er gewaltige 806 PS haben. So viel Dampf hat bisher noch kein Tuner aus diesem Triebwerk herausgekitzelt. Geht das überhaupt? Auf dem Prüfstand schlägt die Stunde der Wahrheit. Alter Schwede, ist das krank. 794,8 PS. Er hat die 806 nicht ganz geknackt, aber ich würde mal sagen, das ist die ganz normale Prüfstandsteuerung. Raus da, ich muss fahren. Matthias startet mit einem Beschleunigungstest. Von 0 auf, ja, wie viel eigentlich? 100. 150. 180. 200. 230. 250. Ich flipp aus. Das geht so einfach. Das ist einfach nur unfassbar. Das ist unglaublich. Und das ist das, was dir nur 800 PS zu bieten imstande sind. Der Sprint von 0 auf 200 dauert weniger als 10 Sekunden. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich sowas schon mal gefahren bin. Mit der Längsbeschleunigung erinnert er mich ein bisschen, bitte jetzt nicht laut schreien, ein bisschen an den Bugatti Veyron. Weil das so vehement ist, einfach wie das Teil nach vorne marschiert. Und er hat immer Traktion. Dieser Kombi ist ein Killer. Und zwar einer, der über 2 Tonnen wiegt. In der Kurve fordert das sein Tribut. Querdynamik ist mit dem R6 nicht so das Allerbeste, ganz ehrlich. Das liegt an dem riesengroßen Motor, der da vorne drin ist, und an der Abstimmung generell von dem Auto. Der untersteuert einfach. Ja. Das ist nicht sehr dynamisch. Es ist wenig spaßig, ehrlich gesagt. Zeit für die Autobahn. Und Hand aufs Herz. Wollen Sie nicht auch wissen, wie schnell der RS6 von Hotoro ist? Also ich fahre jetzt schon 200. Ich drück mal drauf, ne? Alter Schwede, ey, das drückt dich in den Sitz rein. Ah, jetzt schaltet er noch mal runter, alles klar. Wir haben jetzt schon 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310. Der RS6 von Hotoro läuft 360 km/h Spitze. Dann wird der Motor elektronisch begrenzt. Stehen nur noch 150 drauf. Zeit für einen Mitspieler. Und Matthias muss nicht lange warten. Das ist ein Camaro. Was ist das? Steht da hinten drauf? ZL1, alles klar. Der hat so viel Leistung, wie wir eigentlich haben müssten. Nämlich 580 PS. Das heißt, dass der Mensch, der da drin sitzt, meinen könnte, er könnte es mit dem RS6 aufnehmen. Kann er aber nicht. Werden wir gleich sehen. Der Chevrolet Camaro sieht kein Land. Das Duell Killer-Kombi gegen US-Muskelprotz ist ziemlich einseitig. Eigentlich ist dieser RS6 ja weit davon entfernt, als ein Wolf im Schafspelz zu gelten. Ne? Mit diesen dicken Backen, die der da hinten hat. Da sieht eigentlich jeder sofort, okay, naja, der hat Power. Aber dass der so viel Power hat, das sieht wirklich kein Mensch. Und deswegen ist es ein Wolf im Schafspelz. Doch welcher ist jetzt dein Lieblingswolf, Matthias? 1, 2 oder 3? Jetzt musst du dich entscheiden. Der M3, der 1.18i, der 1er, das ist eine Sahneschnitte, das ist eine schöne Driftmaschine. Der CTSV, das ist eine Drecksau, ja? Eine Drecksau mit wirklich sehr, sehr viel Leistung, die sehr, sehr schnell ist. Und der Audi RS6, das ist einfach nur ein Beschleunigungsmonster für die Autobahn. Man kann die alle drei gebrauchen. Ja?